Hinter dem stillen Blick der ägyptischen Pyramiden verbirgt sich eine rätselhafte Vergangenheit, die diejenigen einlädt, die mutig genug sind, in ihre Geheimnisse einzutauchen. Schon bald werden wir dort etwas wirklich Wichtiges und ganz Besonderes entdecken. Jüngste archäologische Untersuchungen haben eine Fundgrube ungewöhnlicher Entdeckungen zutage gefördert. Von geheimnisvollen Gräbern, die seit Jahrtausenden unberührt geblieben sind, bis hin zu rätselhaften Artefakten, die von Geheimnissen umhüllt sind, der Sand Ägyptens birgt Geschichten, die unser Verständnis der Geschichte herausfordern und selbst die erfahrensten Forscher zum Zittern bringen. Nummer 1. Ein Ring, der das Bild des Gottes des Spaßes darstellt, eine bemerkenswerte archäologische Entdeckung, die mit der Aufregung jeder Schatzsuche mithalten kann. Ägypten hat atemberaubenden Goldschmuck enthüllt, der mehr als 3300 Jahre alt ist. Dieser Schatz wurde an einer Grabstätte in der antiken Stadt Achetaton, heute bekannt als Amarna, etwa 300 Kilometer südlich des geschäftigen Kairo ausgegraben. Diese Grabstätte ist kein gewöhnlicher Fund, da sie mit dem umstrittenen Pharao Echnaton in Verbindung steht, der dafür bekannt ist, den religiösen Glauben Ägyptens zu verändern, indem er sich auf eine einzige Sonnengottheit namens Aton konzentrierte und die Hauptstadt nach Achetaton, seinem Wüstenheiligtum, verlegte. Echnatons religiöse Reformen wurden später von seinem Sohn Tutanchamun rückgängig gemacht und die Stadt Echnaton wurde kurz nach Echnatons Tod aufgegeben. Zu den neu entdeckten Juwelen gehören drei Ringe, von denen einer ein eingraviertes Bild von Bis trägt, bekannt als der Gott des Spaßes. Bis, dargestellt als Zwerg, wurde mit Musik, Feiern und dem Schutz von Frauen während der Geburt in Verbindung gebracht. Obwohl unklar ist, wer mit diesen Juwelen begraben wurde und warum, bleibt die Erkundung der Reichtümer des alten Ägypten ein faszinierendes Abenteuer. Während uns die antiken Schätze Ägyptens weiterhin faszinieren, entfaltet sich die Erforschung dieser faszinierenden Goldartefakte, die mit dem Gott des Spaßes in Verbindung gebracht werden, als fortlaufende Entdeckungsreise. Nummer 2. Ein Forscherteam des Ägyptischen Nationalen Forschungsinstituts für Astronomie und Geophysik hat zusammen mit zwei japanischen Universitäten eine hochohmige elektrische Anomalie unter der Oberfläche des Westfriedhofs neben der großen Cheops-Pyramide in Gizeh identifiziert. In einem kürzlich in Archaeological Prospection veröffentlichten Artikel beschreiben die Wissenschaftler detailliert, wie sie das Gebiet ab 2021 mit Hilfe von Bodenradar und elektrischer Widerstandstomographie erkundeten. Das Team entdeckte eine flache Struktur, etwa 2 Meter tief, mit Sand gefüllt, verbunden mit einer tieferen Bildung. Diese Oberflächenstruktur, L-förmig und mit ungefähren Abmessungen von 10 m Multiplikationszeichen 15 m, wurde vom GPR deutlich erfasst. Die Forscher vermuten, dass diese Struktur ein Eingang zu einer tieferen unterirdischen Struktur gewesen sein könnte. Das ERT entdeckte eine hochohmige elektrische Anomalie in einem Bereich von etwa 10 m Multiplikationszeichen 10 m. Die sich in einer Tiefe von 5 bis 10 Metern unter der Oberfläche befand. Das Material, das diese Anomalie verursacht, könnte eine Mischung aus Sand und Kies sein, möglicherweise mit Hohlräumen oder Hohlräumen. Obwohl Forscher das verantwortliche Material nicht genau identifizieren konnten, vermuten sie, dass es sich um eine große unterirdische archäologische Struktur handeln könnte. Sie erwägen die Möglichkeit, dass die Anomalien mit vertikalen Kalksteinwänden oder Schächten zusammenhängen könnten, die zu einem Grab führen. Der Zusammenhang zwischen der Oberflächenstruktur und der Untergrundformation ist entscheidend für das Verständnis ihres Zwecks. Nummer 3. Eine französisch-ägyptische archäologische Mission unter der Leitung von Dr. Chris Krasion hat unter dem Nil in Assuan eine wichtige Entdeckung gemacht. Die Mission, zu der auch der Oberste Rat für Altertümer Ägyptens und die Paul-Valéry-Universität Montpellier gehören, entdeckte Inschriften und Reliefs von Pharaonen wie Amenhotep III, Thutmosis IV, Psammetichus II und Apries. Die Entdeckung erfolgte während eines archäologischen und fotografischen Erkundungsprojekts zwischen den Assuan-Staudämmen und dem Hochdamm.
Dr. Mohamed Ismail Khaled vom Obersten Rat für Altertümer berichtete, dass das Team auf den Inseln Philae und Knossos begonnen habe und es dank ihres guten Erhaltungszustands gelungen sei, die Inschriften gut zu dokumentieren. Dr. Hisham El-Laiti erklärte, dass zur Identifizierung und Dokumentation der Inschriften fortschrittliche Techniken wie Tauchen, archäologische Vermessung, Unterwasserfotografie, Fotogrammetrie und archäologisches Zeichnen eingesetzt wurden. Dr. Islam Selim erwähnte, dass sie dreidimensionale Modelle der Inschriften erstellen, die zur Erhaltung untersucht und veröffentlicht werden. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass mehr historische Daten über das alte Ägypten gefunden werden könnten, insbesondere über die 18. Dynastie und die Spätzeit. Die Mission wird weiter nach weiteren Geheimnissen unter dem Nil suchen. Nummer 4. Im Jahr 2016 entdeckten Forscher mit Hilfe fortschrittlicher Techniken der Teilchenphysik einen mysteriösen Hohlraum in der berühmten Großen Pyramide von Gizeh in Ägypten. Sie nutzten die Myonenradiographie, etwas, das dem Anfertigen einer Röntgenaufnahme sehr ähnlich ist. Diese Partikel, die aus kosmischer Strahlung stammen, die auf die Erdatmosphäre einwirkt, können feste Materialien wie die Steine der Pyramide durchdringen. Indem Wissenschaftler messen, wo mehr Teilchen, sogenannte Myonen, vorbeikommen, können sie Hohlräume oder Bereiche mit geringerer Dichte innerhalb der Struktur erkennen. So fanden sie ein korridorförmiges Loch in der Pyramide, das etwa 98 Fuß maß und eine Galerie mit einem ähnlichen Querschnitt wie der schmale Korridor hatte, der zur Kammer des Königs führte. Der Zweck dieses Flurs ist immer noch ein Rätsel. Es könnte ein strukturelles Merkmal sein, wie andere Hohlräume in der Pyramide, die gebaut wurden, um ihr enormes Gewicht neu zu verteilen, oder es könnte etwas ganz anderes sein. Spekulationen sind Teil der Aufregung. Nummer 5. 1938 entdeckten Archäologen bei Ausgrabungen in der Nähe von Bagdad etwas unglaublich Unpassendes: Gesteinsbatterien, die mehr als 2000 Jahre alt sind. Allerdings ist diese Batterie nicht mit denen vergleichbar, die wir heute verwenden. Es ist ein kleines Tongefäß, das auf den ersten Blick nicht nach viel aussieht, aber in seinem Inneren befindet sich ein Kupferzylinder, der eine Eisenstange umschließt. Dieses Artefakt stammt aus der Parthenozeit um 250 v. Chr. Bis 224 NCHR ist sie als Bagdad-Batterie bekannt. Dieses Artefakt hat aus gutem Grund die Aufmerksamkeit von Historikern und Archäologen auf sich gezogen. Denn wenn es sich bei der Batterie von Bagdad tatsächlich um eine Batterie handelt, würde das bedeuten, dass antike Zivilisationen möglicherweise lange vor der modernen Entdeckung und Nutzung elektrischer Energie über ein rudimentäres Verständnis von Elektrizität verfügten. Die Forscher fanden heraus, dass sie durch die Verwendung einer sauren oder alkalischen Substanz wie Essig oder Zitronensaft theoretisch aus der Materialkombination der Bagdad-Batterie einen elektrischen Strom erzeugen könnten, ähnlich einer einfachen galvanischen Zelle. Nehmen wir an, dieser Behälter war nicht als Batterie gedacht. Welchen möglichen Nutzen könnte er haben? Einige haben spekuliert, dass es zum Galvanisieren verwendet worden sein könnte, bei dem anderen Metallen eine dünne Gold- oder Silberschicht verliehen wurde, eine Technik, die als Vergoldung bekannt ist. Andere vermuten jedoch, dass es einen zeremoniellen oder medizinischen Zweck gehabt haben könnte und möglicherweise zur Schmerzlinderung eingesetzt wurde, ähnlich wie wir heute elektrische Stimulation in der Medizin verwenden. Unglücklicherweise bleibt das Geheimnis für uns bestehen. Nummer 6. Dank Satellitenbildern machten Wissenschaftler in der Sahara in Libyen eine überraschende Entdeckung. Es wurden mehr als 100 befestigte burgartige Bauwerke gefunden, die etwa 2000 Jahre alt sind. Diese Bauwerke sind das Werk der antiken Garamante-Zivilisation, über die wenig bekannt ist. Dieser Fund ist für Historiker und Archäologen wertvoll. Bei der Erkundung der Ruinen fanden Experten der Universität Leicester bis zu 4 Meter hohe Bauwerke, Überreste lokaler Häuser, Grabpyramiden und Bewässerungssysteme.
Diese Entdeckung stellt antike römische Chroniken in Frage, in denen die Garamanten als wilde Nomaden beschrieben wurden, da die Ruinen darauf hindeuten, dass es sich bei ihnen um eine sesshafte und fortschrittliche Zivilisation handelte, die sich an das Leben in einer Wüstenregion mit unglaublichen Dürren anpassen konnte. Nummer 7. Anlässlich des bedeutsamen und noch rätselhafteren 100. Jahrestages der Enthüllung des Grabes von König Tut ist eine Grabstätte entstanden, die Historiker und Geschichtsinteressierte gleichermaßen fasziniert hat. Tief in der archäologischen Stätte Saqqara in Gizeh wurde ein undokumentiertes Grab entdeckt, das die Überreste einer mysteriösen königlichen Königin namens Nis enthält. Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Neben der Pracht der Pyramide von Königin Nis wurde eine erstaunliche Sammlung von über 300 Särgen und Mumien aus der Zeit des Neuen Reiches ausgegraben. Jeder wunderschön dekorierte Sarg weist einzigartige Gesichtszüge auf, die es Archäologen ermöglichen, zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. Auf diesen Särgen befinden sich alte Zeichnungen. Das beeindruckendste ist die goldene Maske einer unbekannten Frau. Das Archäologenteam fand eine unbekannte Königin, was unser Verständnis der Vergangenheit veränderte. Sie fanden auch antike Gegenstände wie Spiele und Figuren. Diese Objekte zeigen uns, was die alten Ägypter über Leben und Tod dachten. Diese Entdeckung in Saqqara hilft uns, das alte Ägypten besser zu verstehen und wie dort Könige begraben wurden. Das Grab von Königin Nis birgt viele erstaunliche Dinge und noch mehr Dinge, die wir nicht verstehen. Historiker und Archäologen untersuchen diese Objekte und wir hoffen, mehr über diese faszinierende Zivilisation zu erfahren. Nummer 8. Der berüchtigte Fluch der Pharaonen ist nach wie vor ein beunruhigender Glaube, der tief in den Annalen der alten ägyptischen Geschichte verwurzelt ist. Dieser erschreckenden Erzählung zufolge muss jede mutige Seele, die es wagt, die heiligen Gräber der Pharaonen zu stören, mit schlimmen Konsequenzen rechnen. Die Ursprünge dieses beunruhigenden Mythos, der mit einem schrecklichen Fluch verbunden ist, der Zeit und Raum überschreitet, lassen sich bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen, genau im Jahr 1922, als der britische Archäologe Howard Carter das Grab des Pharao Tutanchamun freilegte, ein Ereignis, das Wellen auslösen sollte, Schock auf der ganzen Welt. Gerüchte über seltsame Todesfälle und Unglücke unter denen, die Tutanchamuns Grab erkundeten, verbreiteten sich schnell und führten zu der Idee eines Fluchs. Die alten Ägypter glaubten, dass ihre Pharaonen auch nach dem Tod die Macht hätten, diejenigen zu bestrafen, die ihre Gräber störten. Obwohl einige glaubten, dass das Unglück eher auf eine Krankheit als auf einen Fluch zurückzuführen sei, bleibt die Geschichte ein faszinierendes Mysterium. Manche glauben an das Übernatürliche, andere suchen nach logischen Erklärungen. Diese Geschichte spiegelt das Geheimnis der alten ägyptischen Kultur und das menschliche Interesse am Unbekannten wider. Nummer 9. Tief in den Gräbern des alten Ägypten ruht eine rätselhafte Gestalt, die als der unbekannte Mann bekannt ist und besser bekannt ist als die schreiende Mumie. Dieser rätselhafte Fund wurde 1886 in der versteckten Lagerstätte Deir el-Bahari entdeckt und hat allen, die ihn gesehen haben, Gänsehaut bereitet. Dieses mumifizierte Individuum zeichnet sich durch sein erschreckendes Bild und eine eigenartige Bestattung aus, die den altägyptischen Normen widerspricht. Sein Gesicht ist in einem Ausdruck purer Angst erstarrt, sein Mund ist offen, als würde er lautlos über tiefe Nöte schreien. Dies hat viele Theorien über seine gequälte Seele und die tragischen Ereignisse hervorgebracht, die zu seinem grausamen Schicksal führten. Die Mumie war in Schaffell gehüllt, ein unreines Material in der alten ägyptischen Gesellschaft, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise ein Ausgestoßener war. Die mangelhafte Einbalsamierung und die überhastete Beerdigung werfen zusätzliche Fragen auf und deuten darauf hin, dass er möglicherweise ein in Ungnade gefallener Adliger oder Opfer eines brutalen Verbrechens war. Einige vermuten, dass es sich bei ihm um Prinz Pentor handeln könnte, den Sohn von Ramses III.
der sich gegen seinen Vater verschworen und sich als Strafe das Leben genommen hat, was die übereilte Behandlung und den Ausdruck der Angst auf seinem Gesicht erklären würde. Die wahre Identität der Mumie bleibt jedoch ein Rätsel. Nummer 10. Das Osirion ist ein beeindruckendes antikes Bauwerk in Abydos, etwa 350 Kilometer südlich der großen Pyramide von Gizeh. Aufgrund seiner anspruchsvollen Architektur und einzigartigen Merkmale fasziniert und verblüfft dieses Bauwerk weiterhin Historiker und Archäologen. Einige spekulieren, dass es sich um das Werk einer viel älteren und fortschrittlicheren Zivilisation handeln könnte, deren Technologien über diejenigen hinausgehen, die traditionell den Ägyptern der Pharaonenzeit zugeschrieben werden. Eines der bemerkenswertesten Geheimnisse des Osirion ist seine besondere architektonische Gestaltung. Im Gegensatz zu den rechteckigen Bauformen, die für die meisten altägyptischen Tempel typisch sind, weist das Osirion eine komplexe L-förmige Konfiguration auf. Diese Abweichung von der Norm wirft interessante Fragen zu den Motiven und Zwecken seiner Konstruktion auf. Die Größe des Osirion ist wirklich erstaunlich. Massive, teils bis zu 100 Tonnen schwere Blöcke aus rosafarbenem Granit bilden den Kern des Bauwerks. Diese riesigen Steine wurden im etwa 200 Kilometer entfernten Assuan abgebaut. Die logistischen Herausforderungen beim Transport dieser riesigen Blöcke an einen Ort in der Wüste, weit weg vom Nil, sind außergewöhnlich. Die Fähigkeit, diese Steine ohne bekannte fortschrittliche Maschinen präzise zu bewegen und zu platzieren, stellt unser Verständnis der Fähigkeiten der alten Ägypter in Frage. Die Architektur des Osirion fügt eine weitere Ebene des Mysteriums hinzu. Das Gelände verfügt über ein komplexes doppelschichtiges Dachsystem und etwa ein Dutzend Kammern und weist ein Maß an architektonischer Raffinesse auf, das über das hinauszugehen scheint, was eine Zivilisation mit primitiven Werkzeugen erreichen könnte. Das komplizierte Design, einschließlich ineinandergreifender Keile und der präzisen Stapelung massiver Blöcke, lässt auf fortgeschrittene Ingenieurskenntnisse schließen, die man normalerweise nicht mit dem alten Ägypten in Verbindung bringt. Darüber hinaus weist die Verwendung von Granit, einem Material, das viel schwieriger zu bearbeiten ist als Kalkstein, auf eine technologische Kompetenz hin, die in historischen Aufzeichnungen nicht den alten Ägyptern zugeschrieben wird. Um das Geheimnis noch größer zu machen, enthält das Osirion keine ägyptischen Hieroglyphen, Kunstwerke oder Artefakte. Dieses Fehlen von Dekorationen, die bei altägyptischen Bauwerken selten vorkommen, lässt Forscher über den wahren Zweck und Ursprung dieser Stätte rätseln. Das Osirion bleibt ein tiefes Rätsel, das zu Spekulationen und Debatten über die verborgenen Fähigkeiten der antiken Welt einlädt. Es gibt nichts, was das Osirion direkt mit den alten Ägyptern verbindet. Im Laufe der Geschichte Ägyptens wurden Tempel und Denkmäler häufig renoviert, wobei bei jeder Renovierung neue Kunstwerke und Hieroglyphen hinzugefügt wurden. Allerdings fehlen dem Osirion solche Ergänzungen, was es zu einer einzigartigen Anomalie macht. Seine unterirdische Gestaltung ist für die ägyptische Tempelarchitektur besonders ungewöhnlich. Einige Experten vermuten, dass das Osirion viel älter sein könnte als die umliegenden Strukturen und möglicherweise älter als die Sand- und Erdschichten, die sich über Jahrtausende angesammelt haben. Für noch mehr Faszination sorgen die Muster der Wassererosion im Kalksteingehege, das das Gelände umgibt. Einige Forscher argumentieren, dass sich diese Muster nur gebildet haben könnten, wenn die Struktur vor dem Ende der letzten Eiszeit errichtet worden wäre, als das Klima in der Region deutlich feuchter war. Diese Hypothese legt nahe, dass das Osirion ein Überbleibsel aus der Zeit vor den Pharaonen sein könnte, was auf die Möglichkeit einer fortgeschrittenen Zivilisation im alten Ägypten hinweist. Die Vorstellung, dass das Osirion Jahrtausende älter sein könnte als andere altägyptische Denkmäler, verleiht dieser rätselhaften Stätte eine faszinierende, geheimnisvolle Note. Es stellt unser Verständnis der Geschichte in Frage und lädt uns ein, unser Wissen über die Ursprünge der Zivilisation in Ägypten zu überdenken.
Einer der interessantesten Aspekte des Osirion ist seine unterirdische Natur und die ständige Anwesenheit von Wasser. Mithilfe moderner seismischer Technologie haben Forscher herausgefunden, dass sich die Struktur mindestens 15 Meter unter dem aktuellen Bodenniveau erstreckt. Dies deutet darauf hin, dass das, was wir heute sehen, nur die Spitze eines viel größeren Bauwerks ist. Seismische Tests haben auch auf das Vorhandensein von Hohlkammern in der Tiefe hingewiesen, was auf verborgene Geheimnisse hindeutet, die darauf warten, entdeckt zu werden. Die Aussicht auf das, was sich in diesen unterirdischen Kammern befindet, ist aufregend. Allerdings sind Archäologen durch das Wasser, das diese Tiefen ständig füllt, eingeschränkt, was eine Entwässerung unmöglich macht. Das Osirion verfügt über ein kompliziertes hydraulisches System mit einem Netzwerk aus Kanälen, Teichen und möglicherweise Böschungen, das den Wasserfluss innerhalb des Komplexes steuern und steuern soll. Die Präzision dieses Entwurfs zeigt ein fortgeschrittenes Verständnis des Wasserbaus, einschließlich der Wasserströmungsdynamik und des Druckmanagements. Nummer 11. Im Jahr 1898 entdeckten Archäologen in Saqqara, Ägypten, das sogenannte Grab von Pa-di-Imen. Im Grab fanden sie eine Mumie, umgeben von seinen irdischen Besitztümern, sorgfältig arrangiert auf einem Tisch in der Nähe, um ihn im Jenseits zu begleiten. Unter der üblichen Sammlung von Töpferwaren, Werkzeugen und anderen Grabbeigaben fanden sie etwas Ungewöhnliches, ein kleines Vogelmodell. Als sie dieses Vogelmodell katalogisierten, erregte es aufgrund seiner nahezu perfekten Symmetrie die Aufmerksamkeit der Archäologen. Die Flügel des Vogels waren knapp über 17 cm groß und er wog nur 39 Gramm. Interessanterweise hatte der Vogel keine Füße und seine Flügel waren an einem Schlitz im Oberkörper befestigt und streckten sich wie im Flug nach außen, anstatt nach hinten gefaltet zu sein, wie es bei typischen ägyptischen Vogelmodellen der Fall war. Bei näherer Betrachtung stellten wir fest, dass die Flügel des Saqqara-Vogels stromlinienförmig und unbemalt waren, bis auf ein Auge auf einer Seite. Das Auffälligste war, dass sein Heck um 90 Grad gedreht war, ähnlich einem modernen Stabilisator. Auf den ersten Blick sah es aus wie ein Modellflugzeug, was überraschend war, da Flugzeuge zum Zeitpunkt seiner Entdeckung im Jahr 1898 noch nicht erfunden waren. Zunächst dachten Archäologen, es handele sich um eine spirituelle Darstellung und bewahrten es 70 Jahre lang in einer Glasvitrine auf. Im Jahr 1969 identifizierte Dr. Khalil Messiha, Professor für Anatomie und Mitglied mehrerer Luftfahrtclubs, es als antikes Modellsegelflugzeug. Obwohl ihre Theorien nicht durch stichhaltige Beweise gestützt wurden, deuteten sie darauf hin, dass die alten Ägypter möglicherweise über fortschrittliche Technologien verfügten. Messiha spekulierte über die fehlende Lackierung des Vogels, um Gewicht zu sparen, und schlug vor, dass sein vertikaler Schwanz als Ruder fungiere. Obwohl es für seine Theorie über das Fehlen eines Höhenleitwerks an Beweisen mangelte, behauptete er mutig, dass es sich bei dem Vogel um ein Flugzeug in Originalgröße handele. Diese Entdeckung ist weiterhin Gegenstand von Debatten und stellt unsere Vorstellungen von der antiken Technologie in Frage. Nummer 12. Die auf den antiken Friedhöfen von Saqqara gefundene Schieferscheibe ist aufgrund ihrer außergewöhnlichen Handwerkskunst und Größe mit einem Durchmesser von etwa 2 bis 2,5 Fuß ein bemerkenswerter Fund. Sein kompliziertes Design weist konzentrische kreisförmige Muster auf, die Forscher fasziniert haben und die Möglichkeit nahelegen, Teil einer verlorenen alten Technologie oder eines fortschrittlichen mechanischen Geräts zu sein. Obwohl einige vermuten, dass er zum Leiten von Wasser verwendet worden sein könnte, scheint die Anordnung seiner drei Lappen diese Theorie nicht zu stützen. Stattdessen scheint es Teil eines Drehmechanismus um eine Mittelachse gewesen zu sein. Die Handwerkskunst der Scheibe ist wirklich bemerkenswert, mit dünnen Blättern oder Blütenblättern, die sich von der Mitte aus erstrecken, jedes perfekt geformt und symmetrisch angeordnet. Die merkwürdigen Brandspuren auf der CD müssen noch vollständig geklärt werden, was das Geheimnis um das Artefakt noch weiter vertieft.
Einige spekulieren, dass es sich um ein Zeitmessgerät, ein astronomisches Instrument oder eine Maschine für unbekannte Zwecke gehandelt haben könnte. Mit der Scheibe sind drei Teile verbunden, die Getriebeteilen ähneln, was auf eine Verbindung zu fortschrittlicher Technologie schließen lässt. Vergleiche mit Artefakten aus anderen antiken Zivilisationen, die für ihre Ingenieurskunst bekannt sind, wie etwa dem Antikythera-Mechanismus, stützen die Idee eines gemeinsamen Wissens über Maschinenbau zwischen antiken Kulturen. Diese Ähnlichkeit deutet auf eine möglicherweise verlorene Tradition fortschrittlicher Technologie hin und wirft Fragen über die wahren Fähigkeiten antiker Zivilisationen auf.